Datum aktuell? Heute ist Freitag, der 29. September 2023. Fünf Minuten nur, sagt Jesus, das reicht aus, weil ich Urlaub habe. Er will das jetzt so gerne, weil ich gestern was falsch gemacht habe. Und wenn ich länger, dann heißt das, ich habe wieder nicht auf Jesus gehört. Ich muss lernen, auf Jesus zu hören. Und wenn er sagt 5 Minuten, dann meint er es gut mit mir und will trotzdem anderen helfen. Ich will das schaffen, mit Wecker stellen, okay? Meldest du dich bitte mal kurz, aber nur auf dem Tablett, bitte. Jesus will das so, nur ein paar Minuten. Meldest du dich bitte mal kurz? Die arbeitet doch bestimmt. Jesus sagt, die meldet sich gleich. Der geht's nicht gut. Geht es überhaupt nicht gut. So, Leute, ich muss jetzt abbauen. Ich muss wieder Luft kriegen. Hallo? Ja, ich höre dich. Hallo? Nein, ich höre dich jetzt nicht, nur über, ach so, ich muss den Kopfhörer ausschalten. Darüber höre ich dich. Hallo? Scheiße. Du sollst bitte gucken, welche Unwetter kommen, weil du sehr attackiert wirst und ich kann das gar nicht auffangen. Ich habe gar nicht die Zeit. Und du wirst sehr aggressiv, sehe ich. So. Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Okay. Du sollst bitte nach Unwettern gucken. Bitte sei so nett. Und dann ist Jesus bereit, dir zu helfen. Du reagierst so aggressiv. Du kommst dann irgendwie angeschissen. Aber da ist eine Energie mit dabei. Und ich möchte, dass du das siehst, dass du das merkst, dass du das spürst. Du musst das spüren. Ja, es ist ja alles schrecklich einfach. So, ja, ist es auch. Ich komme ja gar nicht klar innerlich, deswegen muss ich erstmal. Ja, Jesus ist bereit, dir dann was wegzunehmen. Ich bitte um Schutz. Ja, aber merkst du zumindest, dass du komisch drauf bist durch die Energien? Also das solltest du... Ja, ich kriege es einfach nicht abgebaut. Du kriegst das, aber das ist sehr viel Arbeit, ne? Ja, ich sitze aber hier bis morgens um 7 und schaff's trotzdem nicht. Das ärgert mich natürlich. Okay. Bitte in die Höhe gehen. Bitte in die Höhe gehen. Ich habe schon wieder einen Notfall, ne? Ja, hast du schon gesagt. Ich habe noch nichts getan fürs Finanzamt. Ich krieg hier langsam einen Knall, ne? So, und jetzt sind die nebenan draußen. Ich hatte Besuch und
durch den jungen Mann, der natürlich sehr extrem den roten Drachen hat, scheint jetzt, ich habe die Nachrichten, also die Prognose war, es regnet heute. So, und jetzt hatte ich aber eben eine Begegnung. Ich habe gesagt, ja, ich helfe deinem Sohn. Der ist auf Intensivstation im Koma, so, und jetzt kommt die Sonne wieder raus. Guck, gehst du mal bitte in die Sonne? Wieso? War auch dunkel heute und Regen ja, an. Ja, ja. Ja, ja, ich ja, hatte, Regen, ich hatte, ich hatte eine Begegnung und dann sofort ab in die Sonne. Der Drache will die Sonne fressen. Jesus hat gesagt, das ist hier schon Götterdämmerung, ne? Ja, jetzt sehe ich sie da wieder drin und alles dunkel und die vielen Seelen, ja, die alle schon wieder. Ja, und ich kriege keine Luft, ne? Zeus ist hier an der Tür. Griechenland hat den Regen, den ich für Deutschland haben wollte. Wir haben ja nur noch Sonne. Die Meteorologen in Deutschland haben gesagt, langsam, die Sonne hört gar nicht mehr auf zu scheinen. Und die nebenan, die reden nur über Sonne. Jetzt kommt die Sonne. Es geht nur noch um Sonne. Ich bin mit der Sonne bekleidet und es geht alles drunter und drüber. Nur die Leute, die merken das nicht, solange die nicht betroffen sind. So, aber ich gucke halt mir die Betroffenen an. Ich gucke mir dann so Filme an wie gestern Wallraff. Kindergärten, die Leute flippen aus. Es gibt keine Sicherheit mehr richtig. So viele Ärzte werden zermürbt, die haben Arbeit ohne Ende. Also es ist alles chaotisch und durcheinander und so weiter und so fort. Bitte, wir haben noch eine Minute und dann muss ich auflegen, Astrid. Ja. Höher. Ich brauche die Höhe. Sonst ziehst du an mir und dann hab ich. Sonst kann Jesus dir das nicht wegnehmen. Und dann hängst du wieder bis heute morgen früh um 8. Ich weiß, dass das schwer ist, Jesus hinzubekommen im Moment, wenn man aufgenommen hat, aber er will das. Also ich kriege jetzt wieder die Sonne gezeigt, dass hier ja keine Sonne sein soll, habe ich bekommen, aber es ist Sonne. Genau. Ein Moment mal eben. Da, wo die Sonne scheinen soll, da regnet es. Genau. Also ist das alles verdreht, habe ich bekommen. Ja, genau. Es ist alles verdreht. Ja, und siehst du bitte ein Land, einmal die Erde bitte angucken, nimm Jesus bitte mit. Geh als Adler und nimm ihn an die Hand, hak dich bei ihm ein. Also ich bekomme Deutschland wieder gezeigt und ich bekomme Amerika gezeigt. Ja. Bitte wenigstens die Elemente. Das ist so, weißt du, wenn das andere sehen, ne, die erhöhen sich sofort und sagen, ah, da sind wieder Schwachsinnige. Da sind wieder Schwachsinnige am Werk und so, guck mal, wie die da arbeiten, so, und machen nachher noch auf Erleuchtete und Frau aus den Prophezeiungen. So, das gibt wieder alles gegen uns, ja. Also Deutschland bekomme ich Sonne. Gibt es eine Lösung, dass die Sonne nicht kommen muss? Ja, dass wir uns richtig verhalten. Ja, und aus der Sonne jagen, ne? 10-mal am Tag. 10-mal am Tag. Mache ich ja. Und deshalb schaffe ich ja nichts beim. So, und wenn ich aber jemandem helfe und sage, okay, ich rette dann, der Sohn würde sterben. Verstehst du? Es geht nur noch um Leben und Tod. Und die Amputierte, die wird ja auch heute wieder operiert. Astrid, ich weiß nicht mehr, wo ich die Zeit hernehmen soll. Ich habe schon Todeskandidaten, für die ich nicht mehr da sein kann. Ja, Namen brauche ich jetzt nicht nennen. Du weißt, was ich meine. Ich brauche nur sagen, gestern und meine geliebte Anja. Ne? Ist ja so. Ich kann nicht mehr für die da sein. Ich leide darunter, aber ich kann mich ja nicht auflösen. Ich weiß nicht, wo ich die Zeit hernehmen soll. So, und ich bitte dich, ihr das auch irgendwie zu sagen, dass das nichts Persönliches ist. Ich habe ja nie Urlaub. Wenn Leute sich auflösen und in meine Arme fallen
und fertig mit der Welt sind und sagen, mein Sohn ist 24, der ist im Koma auf Intensivstation. Astrid, dann muss ich Göttin Isis sein. Und du musst dann auch die höchste Göttin sein, die es gibt. Verstehst du, was ich meine? Auch wenn wir leiden, ist es egal. Wir können das abbauen. Das können die nicht. Glaubt sie nicht. Astrid, mir geht's doch auch jeden Tag beschissen. Das ist die Ausharrungszeit jetzt, die Drangsal und Trübsal. Bist du mal ein bisschen lauter? Du bist, glaube ich, sehr weit Ach weg. so, entschuldige. Ja, jetzt höre ich Nein, das dich. ist doch mein Mikro. Das ist, seit diesem Freitag ist da irgendwas passiert. Ich kriege es nicht mehr Ja, raus. das heißt ja dann eine Woche. Wir haben heute Freitag. Oder was meinst du? Ja, ich sitze hier Ja, und ich sehe, das ist Dito, ja, überhaupt nicht. Dito, geht mir genauso. Geht mir genauso. Seit einer Das Woche ist das, bin ich hier, was mich ich dann wirklich arbeite an der fertig Sonne macht. und nichts passiert. Es wird immer schlimmer. Wo ich sage, Jesus Christus, ich nehme alle meine Filme raus aufs YouTube. Ich habe ja gar keine Macht mehr. Und Jesus sagt, du hast das Problem wie im Film Wonder Woman 84. Dir wurden deine Lichtenergien geklaut und dadurch hast du deine Macht verloren. Da musst du wieder hin. Ich habe fast die ganze Woche geheult und Jesus hat gesagt, nein, bitte nicht weinen. Das ist nicht die Option. Das macht hässlich, das macht Falten, das will der Drache. Weil dann wird er wieder anderen sagen, du bist die Schönste hier im ganzen Land und Spieglein an der Wand. So, Jesus sagt, bleib oben, versuch deine Kräfte wieder zu bekommen. So, und ich. Ja, wahrscheinlich bin ich deswegen dann aggressiv, weil ich nicht, ich bin ja Ja, das ja nicht ich bin Gott. auch aggressiv, ja, ich kenne das, Nein, ja. also ich will das aber gar nicht sein. Ich versuche dann Ich das weiß. alles. Deck, deck, dum, 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 deck. Deck, deck, deck.